Heute reden wir mal über Piraterie und auch wenn ich die Flucht der Karibik-Reihe liebe, ich meine nicht diese Art der Piraterie, sondern die in Videospielen, durch die den Publishern und Entwicklern viel Geld durch die Lappen geht. Raubkopien gibt es zwar auch bei Konsolen, durch das geschlossene System von diesen ist die Hürde aber größer und am PC ist das Problem um einiges verbreiteter. In diesem Video schauen wir uns also mal die Nachteile von Kopierschutzmaßnahmen am PC an und ein paar skurrile Kopierschutzmaßnahmen der Entwickler, aber zuerst das Intro. Bevor wir zu den kuriosen Kopierschutzmaßnahmen kommen, schauen wir uns zuerst mal die Nachteile an. Und dafür kann ich sogar ein aktuelleres Spiel als Beispiel nehmen. Denn Resident Evil 8 hat mit seinen Anti-Raub-Kopie-Maßnahmen die Kritiker und ihre Meinung gestärkt. Resident Evil 8 verwendete zwei Arten des Kopierschutzes, den eigenen von Capcom und den oft kritisierten von Denovo. Denovo ist übrigens eine österreichische Firma, das ist schon das zweite Mal, dass etwas aus Österreich kommt, was man sich sparen hätte können. Seit der Veröffentlichung von Denovo gab es Kritik, dass die Kopierschutzsoftware extreme Leistungseinbußen nach sich zieht, und mit Resident Evil 8 hat sich diese Kritik bestätigt. Zum Release war die PC-Version geplagt von Framerate-Einbrüchen und massig Rucklern, die gerade beim Shooter-Gameplay nicht hilfreich waren, was das Zielen angeht. Dass die Kopierschutzmaßnahmen daran schuld waren, bestätigte sich dadurch, dass die Raubkopien, die die Leute gedownloadet haben, diese Probleme nicht hatten. Der einzige Unterschied zwischen der normalen Version und den Raubkopien ist aber der fehlende Kopierschutz. Also nicht nur, dass der Kopierschutz nicht verhindert hat, dass es Raubkopien gibt, wie Resident Evil 8 zeigt, Spieler, die das Spiel ehrlich erworben haben, haben dadurch ein schlechteres Spielerlebnis als die Leute, die sich das Spiel als Raubkopie geholt haben. Es dauerte einige Monate, bis Capcom ein Update veröffentlichte, das die Performance-Probleme behoben hat, da man zu stur war, den Kopierschutz einfach rauszunehmen. Dementsprechend sauer waren die Fans von Resident Evil, denn es war offensichtlich, dass Capcom von den Problemen, die der Kopierschutz machte, wusste, und das Spiel wurde trotzdem so veröffentlicht, ohne diese Probleme zu beheben. Als kurzes Fazit kann man also festhalten, der Kopierschutz verhindert nicht, dass Raubkopien veröffentlicht werden, als Beispiel Resident Evil 8 war trotz dieser Maßnahmen nach ein paar Tagen online als Raubkopie verfügbar, und Spieler, die das Spiel ehrlich erworben haben, waren die Leidtragenden. Gut gemacht, Capcom, wirklich gut gemacht. Nachdem wir uns jetzt also mal kurz angesehen haben, was für Nachteile der Kopierschutz verursachen kann, kommen wir zu ein paar skurrilen und interessanten Kopierschutzmaßnahmen von Entwicklern. Kommen wir als erstes zu Witcher 2, das gar keinen DRM hatte. CD Projekt Red ist sogar bis heute der Überzeugung, dass Kopierschutzmaßnahmen keinen Sinn haben, da man damit die Spieler, die das Spiel ehrlich erworben haben, damit nur bestraft. Gleichzeitig ist Witcher 2 aber auch ein trauriges Beispiel dafür, warum viele andere Entwickler an DRM festhalten. Es wird geschätzt, dass nur eine von 5 gespielten Kopien legal gekauft wurden. Das sind ehrlich gesagt ziemlich erschreckende Zahlen. CD Projekt Red dachte herauszufinden, welche Spieler ihr Spiel raubkopiert haben und verschickte Briefe mit rechtlichen Hinweisen an diejenigen. Kurze Zeit später wurden aber Beschwerden wegen dieser Maßnahme laut und CD Projekt Red entschuldigte sich sogar dafür und stoppte das Versenden von diesen Briefen. Aber auch wenn CD Projekt Red keinen Kopierschutz einbaute, hat man Raubkopierer anders bestraft. Und zwar, indem man in 6 Szenen die weiblichen Charaktere gegen ein etwas weniger erotisches Charaktermodell ausgetauscht hat. Aber anders als bei den richtigen 6 Szenen sieht sich diese Dame hier nicht aus. Und darüber können wir alle froh sein. Als nächstes kommen wir zum Spiel Garry's Mod vom Entwickler Facepunch. Die Anti-Piraterie-Maßnahme von ihm ist nämlich ziemlich clever. Das Spiel bekam ein Update, wodurch beim Start des Spiels eine Fehlermeldung angezeigt wird, in der erklärt wird, dass ein Fehler bei der Schattierung der Polygone aufgetreten ist und eine scheinbar zufällige Fehler-ID. Spieler, die nach einer Lösung für dieses Problem gesucht haben, posteten online ihre Fehlermeldung, um Hilfe zu bekommen. Was die Spieler aber nicht wussten war, dass diese Fehlermeldung nur bei Raubkopien vorkam und die zufällige Fehler-ID, naja, die war nicht wirklich zufällig, denn das war die Steam-ID des betroffenen Spielers. Dadurch haben sich die Raubkopierer den Entwicklern quasi freiwillig offenbart. Der Game Leader des Spiels, Gary Newman, erzählte, dass es tausende Spieler gab, die sich dadurch geoutet haben. Aber anders als die meisten Unternehmen, die diese Vorfälle mit entgangenen Einnahmen gleichsetzen und DRM-Maßnahmen einführen, dachte Gary Newman anders und sagte: "Es ist cool, ich habe genauso viele Raubkopien runtergeladen wie jeder andere. Ich besaß einen Amiga, hat wirklich jemand Spiele für dieses Teil gekauft? Es soll kein Super-DRM sein.
Jeder DRM wird geknackt. Warum soll man es also versuchen? Das Spiel unknackbar zu machen ist nicht mein Motiv, über sie zu lachen schon. Ich habe das Spiel für die Leute gemacht, die Garry's Mod gekauft haben. Sie können auf Raubkopierer hinweisen und über sie lachen. Wenn wir es den Leuten zu leicht machen, Raubkopien zu machen, betrügen wir die Leute, die bezahlt haben. Die Leute müssen sehen, dass wir Schritte unternehmen, um es Raubkopierern nicht so einfach zu machen. Sonst haben sie das Gefühl, sie hätten sich das Geld sparen können und auch einfach eine Raubkopie runterladen können. Garry's Mod verhinderte also einfach, dass Raubkopierer das Spiel starten können und verzichtete auf DRM, der die Leute bestraft, die das Spiel legal kaufen. Anders als so manch anderes Spiel. Nicht wahr, Resident Evil? Als nächstes kommen wir zu einem Spiel, das auf einem meiner Lieblingsfilme basiert. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, macht es Raubkopierern nicht einfach, das Spiel zu genießen. Das Spiel kann als Raubkopie zwar noch gespielt werden, häufig stürzt es aber nach Abschluss eines Levels ab und manche Aktionen können nicht ausgeführt werden. Dadurch kann etwa ein Drittel des Spiels nicht abgeschlossen werden. Noch dazu kann nur der höchste Schwierigkeitsgrad gespielt werden und Erfahrungspunkte, die man bekommt, sind um einiges reduziert. Und als würde das nicht reichen, ist der Spieler gezwungen, das ganze Spiel als zwar mutiger und loyaler, aber dafür unglaublich nutzlosen Helden Samwise Gamgee zu spielen. Sam ist der wahrscheinlich schwächste Charakter des Spiels und gemeinsam mit all den anderen Erschwernissen ist es wahrscheinlich einfacher, den Ring selbst nach Mordor zu bringen, als das Spiel abzuschließen. Oder was sagst du dazu, Legolas? Ja, alles klar. Als letztes kommen wir zu meinem Favoriten, wenn es um Anti-Piraterie-Maßnahmen geht, denn Game Dev Tycoon hebt das Ganze fast schon auf eine Meta-Ebene. Nachdem Green Hat Games das Spiel veröffentlicht hat, haben sie anonym selbst dafür gesorgt, dass eine Version im Netz landet, was natürlich viele Leute ausgenutzt haben, doch das Ganze hatte eine bestimmte Meta-Message. Wenn die Spieler im Spiel ein gut bewertetes Spiel veröffentlicht haben, bekam sie die Nachricht, dass sie mit ihrem Spiel leider kein Geld verdienen, weil die Leute das Spiel raubkopiert haben. Geile Aktion, da kann man nur den Hut sehen. Nice. Das war's dann auch mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht mache ich davon noch einen zweiten Teil, wenn Interesse besteht. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.